Hallo, ich bin hier hinten. Kommt doch erst mal ran. Ich weiß nicht, anstecken tue ich auch nicht. So, jetzt haben wir uns hier zum Nachbericht aus Berlin. Herzlich willkommen. Interessantes Thema heute im Bericht aus Berlin. Omikron hält uns weiter im Atem, auch nach Weihnachten, auch nach dem Jahreswechsel. Und wir haben gerade von Herrn Lauterbach ja interessante Töne zu Omikron gehört, die wir jetzt besprechen wollen mit der Virologin Professor Isabella Eckerle. Sie ist seit 2018 in Genf an der Universitätsklinik, leitet dort die Abteilung Infektionskrankheiten. Guten Abend nach Genf. Guten Abend. Ja, wir haben ja versucht darzustellen, dass es möglicherweise auch eine gute Nachricht gibt in Bezug auf Omikron. Und Sie haben die am 11. Dezember über Twitter vermittelt. Und da haben Sie geschrieben, ich zitiere es mal, ein paar Gedanken zu Omikron. Dieses Virus könnte unsere Exitwelle bzw. das Ticket in die endemische Situation werden. So ansteckend, dass es bald keine seronegative mehr gibt. Das heißt, es sind dann am Ende so viele angesteckt, dass das Virus sich gar nicht mehr weiter ausbreiten kann. Sehen Sie das immer noch so oder muss man das mittlerweile, man weiß ja auch mehr über Omikron, schon wieder etwas relativieren? Nein, also ich denke, prinzipiell könnte Omikron das Virus sein, was das endemische SARS-CoV-2 wird. Allerdings muss man sagen, keiner von uns hat natürlich eine Kristallkugel. Wir wissen nicht, ob nicht doch noch mal irgendwann eine neue Variante auftaucht. Allerdings muss man sagen, aus Virussicht ist Omikron schon echt ziemlich gut. Also dieses Virus kann sowohl mit einer zugrunde liegenden Immunität ganz gut zurechtkommen. Es ist auch ein Virus, was jetzt wirklich ganz spezifisch für den Nasenrachenraum optimiert ist, also weniger die Lunge befällt. Und was sich jetzt einfach so schnell ausbreitet, dass wir, glaube ich, wirklich keine immunnaiven Menschen mehr haben werden. Also wir werden keine Menschen mehr haben, die nicht früher oder später mit diesem Virus in Kontakt gekommen sind, entweder als erste Infektion oder auf eine Impfung hinauf. Insofern könnte es schon das Ticket aus der Pandemie werden. Die Frage ist nur, wie teuer oder wie schmerzhaft dieses Ticket so in den nächsten Wochen wird. Genau so ist es nämlich. Denn in der positiven Nachricht steckt ja erstmal eine negative. Nämlich möglicherweise werden sich so viele Menschen anstecken wie noch nie. Sehen wir ja auch in anderen Ländern um Deutschland rum im Moment. Können Sie da noch mal, auch da gibt es ja neue Daten, noch mal zur Gefährlichkeit von Omikron was sagen? Genau, also es gab ja die ersten Signale so aus Südafrika, dass es etwas milder verläuft. Das kann man sagen, hat sich in der Tendenz jetzt auch aus den Ländern, wo es jetzt schon hoch hergeht, sage ich mal England, Dänemark, bestätigt. Ich glaube, in Deutschland sind die Daten da noch ein bisschen dünn. Auch in der Schweiz, sagen wir mal, wenn wir die Zirkulation noch nicht lange haben, dann ist es noch nicht so leicht, diese Daten zu erheben, weil natürlich die Krankenhausaufnahmen und auch die schweren Erkrankungen hinterher hinken. Man muss da eine große Einschränkung sagen. Im Moment ist es ein Virus, was vor allem in der jungen Bevölkerungsgruppe zirkuliert. Das heißt, ich würde das im Moment, ich glaube, die Tendenz stimmt, aber man muss wirklich schauen, was jetzt passiert, wenn das Virus in die älteren Altersgruppen wandert. Tendenziell kann man das sagen und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Virus doch auch einfach besser in der Nase und im Rachen sich vermehrt und wohl weniger die Lunge zu befallen scheint. Allerdings muss man sagen, die meisten von uns sind noch nicht mehr immunnaiv, sondern das kann natürlich auch einfach daran liegen oder sicher zum großen Teil, dass viele von uns jetzt geimpft sind oder vielleicht schon mal eine Infektion haben. Es ist also keine Primärinfektion mehr, was wir jetzt mit Omikron in den meisten Fällen sehen. Und damit sind wir jetzt schon bei euren Fragen, die ihr übrigens fortwährend weiter posten könnt. Die kommen hier dann zu mir auf den iPad und ich reiche sie dann gleich an die Expertin Weiser. Lisa L80 hat uns über Twitter geschrieben und sagt, die Impfung schützt ja vor akutem, schwerem Verlauf. So weit, so gut, sagt sie. Gibt es aber schon Daten darüber, inwiefern sich die Impfung positiv auf Long-Covid auswirkt? Sie ist nämlich geboostert und fragt, ob sie dann auch automatisch davor geschützter ist. Also das Long-Covid, muss man sagen, da gibt es ein großes Problem, dass wir da noch
gar nicht so eine richtig gute Krankheitsdefinition haben. Das ist immer noch ein relativ unscharfes Krankheitsbild, würde ich sagen. Das wird in verschiedenen Studien, wird es anders erfasst. Es gibt Hinweise darauf, dass das auch nach der Impfung noch auftreten kann, aber wohl weniger. Zu Long-Covid bei Omikron wissen wir noch eigentlich noch gar nichts, weil wir die Variante einfach erst so kurz kennen. Das heißt, da muss man, glaube ich, jetzt einfach abwarten. Und es wird sicher noch Wochen dauern, bis man da überhaupt erst mal Daten hat zu Long-Covid nach Omikron-Impfdurchbrüchen. Trotzdem kommt dazu die nächste Frage, weil wir ja gesagt haben, möglicherweise insgesamt etwas weniger schwere Verläufe. Aber was bedeutet Omikron für Kinder und Schulkinder? Da gab es ja erst die Meldung, könnte schwere Verläufe sind, mehr Kinder an Krankenhäusern. Das scheint auch anders zu sein. Interessiert, glaube ich, auch deshalb ganz viele Deutsche, weil ja immer jetzt Impfstoff für Kinder zur Verfügung steht und man sich fragt, soll ich oder nicht? Genau, also das Thema Kinder und Omikron ist, finde ich, im Moment noch wirklich schwer zu beurteilen. Am Anfang kam das Signal aus Südafrika, mehr Kinder hospitalisiert. Dann gab es Studien, die gesagt haben, Risiko ist geringer. Ich glaube, was man im Moment sieht, ist das, was man auch bei den Erwachsenen sieht. Wenn wir sehr, sehr viele Krankheitsfälle haben, dann haben wir auch viele Fälle im Krankenhaus mit Komplikationen. Ob das jetzt mit Omikron bei Kindern mehr ist als bei Delta, das würde ich mich jetzt noch nicht trauen zu sagen. Aber ich glaube, man kann unterm Strich einfach sagen, wenn wir sehr, sehr viele Infizierte haben, dann werden wir auch Komplikationen kriegen. Ob das jetzt im Prozent- oder Promillebereich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, dazu braucht man eine längere Nachbeobachtung. Aber ich glaube, auch Omikron ist kein Virus, was man jetzt vollkommen unbekümmert in den Kindern einfach durchlaufen lassen sollte. Ich glaube, so kann man es formulieren. Sie haben ja nicht nur Deutschland im Blick, aber auch Deutschland im Blick. Andere Länder haben die Omikron-Welle schon durchgemacht, kann man sagen, oder sind schon weiter drin als wir. Südafrika, etwa England. Was können wir denn von diesen Ländern und ihren Erfahrungen lernen? Also ich glaube, am weitesten in die Zukunft ist der Blick nach Südafrika. Dort ist es so, wenn man jetzt mit Kollegen spricht, die sagen, die Situation hier ist wirklich inzwischen eigentlich ganz entspannt. Südafrika hat auch eigentlich keine großen Einschränkungen mehr. Und die haben zum Glück bis jetzt auch keine große Welle mehr an Hospitalisierungen gesehen. Also das heißt, diese Zeitverzögerung von den Erkrankungen, die wir im Moment noch nicht so richtig überblicken können, die sollte man in Südafrika eigentlich schon sehen und die ist da noch nicht gekommen. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings kann man Südafrika nur bedingt mit unseren Ländern vergleichen, weil einfach die Altersstruktur anders ist. Viele Menschen die Infektion auch schon durchgemacht haben und auch die, genau, also da gibt es einfach viele, viele Punkte. Was wir in England und in Dänemark im Moment sehen, ist, glaube ich, so ein bisschen die Situation, die wahrscheinlich in Deutschland oder in der Schweiz sind wir schon ein bisschen näher dran, wir haben schon viel höhere Inzidenzen, auch kommen wird. Und da sieht man, glaube ich, vor allem, dass auch ein Virus, was eben etwas milder verläuft, durch viele, viele kleine Probleme und viele, viele Infektionen dann in der Summe eben doch ein ganz, ganz großes Problem darstellen kann. Und vor allem eben in den Kliniken, weil die Covid-Patienten jetzt nicht mehr nur auf der Covid-Station sind, sondern die sind überall, sind in allen Abteilungen, die sind überall beim Personal. Und das macht, ist, glaube ich, für uns irgendwo auch ein Glücksfall, weil man weiß, worauf man sich vorbereiten muss. Das war was wir in der Sendung heute auch behandelt haben, weil das interessant ist und das für Deutschland auch ein neuer Punkt ist, dass die kritische Infrastruktur eben möglicherweise auch ins Wanken geraten kann, weil eben so viele Leute im Personal krank werden. Haben wir das in Südafrika auch gesehen? Also in Südafrika war es auch so, dass teilweise eben auch sehr, sehr viel vom Personal erkrankt ist. Die hatten, wie gesagt, jetzt nicht so eine starke Auswirkung auf das Krankenhaus, aber was man auf die Hospitalisierung, aber was man eben schon auch gesehen hat, auch weil es da eben fast keine Maßnahmen mehr gab, dass das Virus einfach durchgerauscht ist. Und das ist auch das, was eben Kollegen sagen. Die sagen, die Infizierten, die waren überall. Die waren dann auch im Labor, die waren dann auch in der Klinik. Die mussten dann teilweise auch einfach weiterarbeiten oder also haben weitergearbeitet, vor allem die eben mild infiziert waren, weil das sonst auch einfach zu großen Ausfällen geführt hätte. Ich glaube aber, wie gesagt, dass Südafrika dann nicht das gute Land zum Vergleich ist, wenn wir jetzt wirklich über das Gesundheitssystem sprechen. Frau Professor, aktuelle User-Frage, gerade reingekommen über YouTube. Niklas fragt, er ist gerade mit Corona infiziert und will wissen, wie kann ich rausfinden, mit welcher Variante ich infiziert bin?
Also für Deutschland habe ich da noch nicht so ein gutes Gefühl für die Daten, muss ich sagen. In der Schweiz könnte ich es jetzt sagen, bei uns wäre es sehr, sehr sicher Omikron. Also wir wissen, wir testen alle Proben nach oder fast alle und wir wissen, dass Omikron bei uns fast 100% ist. Man kann unter Umständen im Labor anrufen. Also manche Labore, die führen noch eine zweite PCR durch, die dann eben ein bestimmtes Muster aufweist, wo man Omikron und Delta unterscheiden kann. Ich glaube, in den meisten Fällen ist diese Information oder eigentlich ja, vom Prinzip ist diese Information für den Patient mehr oder weniger irrelevant, würde ich sagen. Also genau. Aber man kann dann natürlich im Labor anfragen, ob es dazu noch mehr Informationen gibt. Also ich kann schon verstehen, dass man irgendwie für sich selber genau wissen will, was habe ich denn jetzt? Und der Tim hat uns auch über YouTube dazu geschrieben und fragt mit dem Blick schon auf das nächste, was kommen könnte. Sie sagen ja möglicherweise endemische Situation, aber das gilt ja nur, wenn es nicht die nächste Variante gibt. Und er fragt, was hat es denn mit der Variante auf sich, die kürzlich in Frankreich entdeckt wurde? Kann man da schon was sagen oder ist es da noch zu früh? Nee, also da kann man tatsächlich was dazu sagen. Das ist eine Variante, die wurde schon im Oktober beobachtet. Also die kennen wir eigentlich schon ein ganzes Weilchen. Es gab jetzt eben diesen Bericht aus Frankreich, wo die jetzt erstmals ein bisschen genauer beschrieben wurde oder das eben publiziert wurde. Aber was an der Variante eigentlich wenig besorgniserregend ist, ist, dass die eigentlich schon seit Oktober bekannt ist und man die auch beobachtet hat und man da jetzt gar keine Zunahme an den Fallzahlen gesehen hat. Und das ist eigentlich im Endeffekt so das, wonach wir die Varianten beurteilen. Man muss sagen, man kann anhand der Mutation zwar so ein bisschen abschätzen, in welche Richtung das geht, aber man kann eigentlich nur nicht vorhersagen, ob eine Variante jetzt das Zeug dazu hat, dominant zu werden. Das heißt, man muss beobachten. Und wenn man jetzt eine Variante aber über längere Zeit zu einem geringen Prozentsatz findet und die eigentlich nicht zunimmt, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und ich glaube, da kann man eher im Moment noch Entwarnung geben. Frau Professor, wir sind ja im Nachbericht aus Berlin und deswegen will ich zwei interessante Aspekte noch mal aus unserer Sendung gerade mit Ihnen besprechen. Auf der einen Seite sagt Karl Lauterbach, was ein bisschen besorgniserregend ist im Moment, dass man bei den Schnelltests nicht weiß, wie gut die auf Omikron reagieren. Und auf der anderen Seite hat die Bundesregierung gerade mit den Ländern zusammen beschlossen, dass die Restaurants und Kneipen offen bleiben, wenn man sich eben mit genau den Schnelltests, die also noch nicht durchgeprüft sind, dann testen lässt. Was heißt das, wenn Sie das nebeneinander legen? Also um die Schnelltests, da gibt es im Moment auch viele widersprüchliche Daten. Es ist so, es gibt Studien, wo man gesehen hat, dass die nicht mehr so gut funktionieren bei Omikron. Es gibt auch Berichte, wo eben die getestet wurden und die noch genauso gut funktionieren wie vorher. Wir haben das auch bei uns gemacht. Wir sehen tatsächlich auch, dass die weniger gut ansprechen. Ich glaube, der Wert von dem Schnelltest, der ist vor allem dann gegeben, wenn der positiv ist. Wenn ich schnell weiß, ich bin infiziert und ich sollte mich nicht unter die Leute mischen. Wenn der negativ ist, dann ist, glaube ich, der Aussagewert gerade bei so sehr hohen Inzidenzen etwas geringer bis gering, würde ich sagen. Also ich Aber noch mal glaube, alle nachgefragt, noch mal Situationen, nachgefragt. Ist es dann eine gute Idee zu sagen, die Leute dürfen weiter ins Restaurant gehen, wenn man sich vorher getestet hat? Und wir dann hören ja, aber man weiß ja gar nicht, ob es anzeigt. Ja, also man hat da natürlich ein Risiko. Also die Rate an Schnelltesten, die bei Omikron versagt, die ist schon da und man wird dadurch sicher auch Infektionen provozieren. Die Frage ist, wer sitzt da im Restaurant? Sind das Ungeimpfte? Wahrscheinlich nicht. Nein, Sind das es wäre zweifach verboten. Geimpfte? Am besten, genau, am besten sitzen da eben dreifach 2G Geimpfte. plus ist Deutschland. Und dann ist es, sage ich jetzt mal, vielleicht keine virologisch-medizinische Frage, sondern es ist jetzt eine gesellschaftliche, politische Frage, wäge ich das gegeneinander ab? Aber man kann sagen, ein negativer Schnelltest ist natürlich kein hundertprozentiger Ausschluss einer Infektion und ein Risiko besteht trotz negativem Schnelltest. Zweite politische Frage an die Virologen, weil auch das ist die große Diskussion, die jetzt in Deutschland auf uns zukommt. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Das ist die allgemeine Impfpflicht. Hat der Bundeskanzler gesagt, will er haben? Hat die Bundesregierung auch gesagt, soll kommen? Das war im November, das war im Dezember. Jetzt haben wir das Gefühl, der Prozess ist doch arg ins Stocken geraten. Man hat möglicherweise auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Und möglicherweise sehen wir auch, dass mit Omikron das Ganze vielleicht am Ende gar keinen Sinn mehr macht, wenn es dann jeder hatte. Wie schauen Sie auf diese Debatte?
Also es ist ja, wie gesagt, eine politische Frage. Insofern, ob man das jetzt machen soll oder nicht, da kann ich jetzt aus meiner Expertise wenig sagen. Ich glaube, was man sich, wo ich vielleicht nochmal drauf eingehen kann, wenn Sie sagen, mit Omikron hat sich das vielleicht erledigt oder man braucht es gar nicht mehr. Also zwei Punkte sind, glaube ich, wichtig. Die Impfpflicht wird uns für die nächsten Wochen nicht helfen, diese Situation zu bewältigen, weil selbst jemand, der morgen geimpft wird, der braucht immer noch eben die zweite Dosis und die dritte Dosis. Das heißt, für die nächsten Wochen wird das nicht weiterhelfen. Und das Zweite, was man aber sagen kann, die Impfung wird auch nicht wertlos durch Omikron, weil man eben gesehen hat, die beste Immunität, die man haben kann, ist, wenn man geimpft ist und dazu einmal die natürliche Infektion hatte. Das heißt, auch die Menschen, die jetzt sich mit Omikron anstecken, die würden immer noch von der Impfung profitieren. Und ich glaube, so sollte man es sehen. Und wie gesagt, die Umsetzung ist natürlich auch nicht leicht. Das ist auch die Frage, wie will man das jetzt im Moment machen? Ich glaube, in den nächsten Wochen, da kann man natürlich appellieren, dass sich jeder impfen lassen sollte, dass natürlich die können, sich jetzt auch schon den Booster holen sollen. Aber ich glaube, da werden wir auch vielleicht sogar auch mit Personal und Impfzentren dann ein Problem kriegen, wenn wir so eine hohe Infektionsrate haben. Also ich glaube, es ist im Moment in der akuten Situation, ich glaube, es ist eine wichtige Diskussion, aber die Impfpflicht wird uns im Moment für die nächsten Wochen, glaube ich, nicht so viel helfen. Vielen Dank dafür. Dann wären wir bei der nächsten User-Frage. Martin S. sagt oder schreibt uns, dass seine Freundin, die geboostert ist, sich vor einigen Tagen mit Corona infiziert hat. Und er sagt, wir wohnen zusammen, ich habe mich aber nicht infiziert. Wie kann das sein? Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung, was man in vielen Studien gesehen hat. Also es scheint wirklich Konstellationen zu geben, wo Menschen im engen Kontakt mit jemandem waren, der infiziert ist und sich nicht anstecken. Man kann im Moment nur darüber spekulieren. Es können Unterschiede im Immunsystem sein. Es kann auch sein, dass jemand, der infiziert ist, beispielsweise gerade eben doch kein infektiöses Virus ausgeschieden hat zu dem Zeitpunkt, wo man in Kontakt ist. Und zum Beispiel gerade bei den Durchbruchsinfektionen ist es wahrscheinlich so, dass die Phase, wo man infektiöses Virus ausscheidet und ansteckend ist, etwas kürzer ist. Im Einzelfall kann man das natürlich jetzt aus der Ferne schwer beurteilen, aber es gibt diese Berichte und es ist wirklich ganz interessant und es gibt auch eben Forscher, die versuchen zu verstehen, ob es denn Menschen gibt, die sozusagen komplett resistent gegen diesen Erreger sind. Es ist aber eben im Einzelfall immer schwer zu untersuchen, was jetzt genau an dieser Konstellation das Besondere war, warum es dann nicht zur Übertragung kam. Sehr interessant. Nächste Userfrage. Anna hat geschrieben über Twitter, Israel und ab Februar auch Chile ermöglichen den zweiten Booster schon für bestimmte Gruppen. Haben Sie dazu schon Infos, wie viel das bringt und wie schnell der Impfsturz nach der dritten Impfung, die ja in Deutschland erst ansteht, dann wieder nachlassen kann? Nee, also da haben wir noch nicht so viele Daten dazu, schon gar nicht zu Omikron. Also was man sagen kann, dass die drei Impfungen gegen Omikron immer noch einen sehr guten Schutz gegen schwere Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen bieten. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz wichtige Nachricht, die, glaube ich, für die allermeisten Menschen relevant sein wird. Diese vierte Dosis, ich persönlich glaube, die ist vielleicht was für Immunkompromittierte, für besondere Risikogruppen. Ob die wirklich jetzt in der breiten Masse notwendig sein wird nach einer Omikronwelle, ich glaube, da muss man erstmal noch, ich glaube, das kann man im Moment noch nicht sagen. Genau, aber da haben wir einfach noch nicht genug Daten dazu. Vielen Dank dazu und vielleicht schließen wir, weil dann die Runde mit der letzten Frage und nochmal ein Ausblick nach vorne. Wir haben ja angefangen mit einem Tweet von Ihnen aus dem Dezember, der so ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Und deswegen abschließend nochmal die Frage, ist Corona bald wie eine Grippe? Ich glaube, da muss man erstmal sich klar machen, dass die Grippe keine leichte Erkrankung ist. Der Vergleich mit der Grippe wird ja oft so herangezogen, um zu sagen, wie harmlos dieses Virus eigentlich ist. Und da würde ich alle doch mal bitten, sich mit dem Influenza-Erreger zu beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass Corona zur zweiten Grippe wird. Das wird aber auch heißen, dass wir jeden Winter Patienten haben werden, die schwer an diesem Virus erkranken und ins Krankenhaus kommen müssen. Und dass wir auch Risikogruppen haben werden, die weiterhin eben auch mit diesem Erreger eine höhere Krankheitslast haben werden. Und insofern glaube ich, es könnte eine zweite Influenza werden, aber das bedeutet nicht, dass der Erreger dann komplett harmlos ist, sondern das bedeutet, dass wir damit genauso Probleme haben werden, wie wir es an manchen Wintern oder eben in vielen Wintern auch mit dem Influenza-Erreger haben.
Professor Isabella Eckerle, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Ist jetzt noch genug Zeit für einen Sonntag-Restabend und ein gemütliches Tatort gucken hier im Ersten. Wir werden natürlich hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio die weitere Debatte um Impfpflicht, um Omikron, um weitere Maßnahmen hier ganz genau beobachten und für euch in allen ARD-Infosendungen, Nachrichtensendungen betrachten und besprechen. Und natürlich auch in den nächsten Ausgaben des Berichts aus Berlin. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald. Bleibt gesund oder werdet schnell wieder gesund. Bis dann.